Dies hier ist der zweite Teil meiner zweiteiligen Serie über häufige Fehler, die Amateurgolfer im Golfschwung machen. Wenn du jemand bist, der Probleme hat mit schlecht getroffenen Bällen, unkonstanten Bällen, fett, getoppt, socket und all die Probleme, die man so als Golfer hat, dann zeige ich dir hier auf, was du falsch machst und vor allem, wie du das verbessern kannst. Also bleib dran, wir starten jetzt. Es war mir eine Ehre, heuer im Rahmen der Virtual PGA Show für die Firma Hackmotion bei ihrer riesengroßen Webinarserie, wo weit über 1000 Leute zugesehen haben, teilzunehmen und als Gastredner aufzutreten. Meine Präsentation war in Englisch und ich wurde gebeten, dass ich auch eine deutsche Präsentation mache. Also habe ich mir gedacht, ich mache eine kleine YouTube-Serie darüber. Und das hier ist Teil 2. Den ersten Teil findest du hier oben, beziehungsweise habe ich ihn unten nochmal in der Beschreibung verlinkt und du findest ihn auch später im Endscreen. Du musst nicht unbedingt das erste sehen, um den Inhalt dieses Videos zu verstehen, also kannst du hier dranbleiben und dir den Rest später anschauen. Kommen wir zum nächsten häufigen Fehler, den Amateurgolfer ja immer wieder machen, der ihnen große Probleme bereitet. Und das ist der sogenannte Steepening Move oder das Steilmachen des Schlägers. Das Steilmachen des Schlägers im Übergang, das heißt, wenn der Schläger von hier nach vorne tippt, ist etwas, was wirklich schlechte Schläger verursacht. Slice, Sockets, Tops, Fett, also da ist wirklich alles dabei, die ganze Bandbreite. Ich habe eigentlich noch nie einen guten Golfer gesehen, der sehr stark in diese Richtung kippt. Die meisten guten Golfer werden den Schläger von hier im Übergang ein wenig nach hinten bewegen. Das nennt man Abflachen. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Move, eine sehr, sehr wichtige Bewegung im Golfschwung, die man unbedingt sich mal anschauen sollte, weil diese hat einige Vorteile, nämlich Länge, Konstanz und vieles mehr. Ja, und da solltest du dir speziell den linken Arm anschauen. Und zwar möchtest du, dass der linke Arm in diese Richtung geht im Übergang, also eine Einwärtsrotation. Und die meisten Golfer machen eine Auswärtsdrehung mit der vorderen Hand, mit der linken Hand als Rechtshänder. Und das bewirkt eben, dass im Übergang hier der Schläger nach vorne geht. Das geht dann oft einher mit einem starken Handgelenkswinkeln, das heißt in diese Richtung hier, oder auch sie versuchen dann oft den Winkel da ganz künstlich zu halten. Und das macht dann riesengroße Probleme. Also unbedingt kontrollieren, ob man einer von diesen ist, die das machen. Es sind wirklich fast alle, was ich gesehen habe in meiner langjährigen Erfahrung. Und man muss sich auf alle Fälle mal damit beschäftigen. Beschäftigen heißt, dass man sich da einmal hinstellt und sagt, okay, wie schwinge ich auf und was würde ich jetzt instinktiv machen? Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht nachdenke und mache das, dann weiß ich, aha, da passt was nicht. Das heißt, ich überlege, aha, würde ich jetzt hier oder hierher gehen? Und die meisten von euch werden wahrscheinlich dann sagen, ah, hierher. Und wenn du das eben einer von diesen bist, bedeutet das, dass die rechte Hand oft zu sehr in diese Richtung drückt. Das heißt, der Ellbogen rechts geht hoch und du drückst zu stark dagegen. Da ist es dann sehr, sehr gut, dass du dann versuchst, den Ellbogen ein bisschen, klein wenig hineingehen zu lassen und erlauben, dass der Schläger hier schwer werden kann, dass er nach hinten geht. Ja, das heißt, es bringt jetzt nichts, dass du jetzt versuchst, mit aller Gewalt den Ellbogen reinzurammen hier nach vorne, aber versuche schon ein bisschen zu kontrollieren, dass der Ellbogen hier sich entspannt, dass der Schläger hierher gehen kann. Weiters hilft es auch, dass man die Idee hat, in der Phase den Schläger ja zu entwinkeln, also in diese Richtung runter zu bewegen. Man sagt ulnares Winkeln dazu. Ja? Das heißt, die Idee ist es, wenn ich hier oben bin, dass ich jetzt versuche, ein wenig abzuflachen und gleichzeitig ein wenig Winkel herzugeben. Und das hat den Vorteil auch, dass das linke Handgelenk oder die Handgelenke beide kontrolliert, dass sie nicht in diese Richtung gehen, sondern mehr in diese Richtung. Mehr dazu in Teil 1. Eine sehr, sehr gute Übung ist es einfach, dass du dich hinstellst, aufschwingst und jetzt versuchst einfach nur zu spüren, wohin geht der Schlägerkopf. Du kannst es mit dem Augenwinkel, im Augenwinkel hier betrachten, wo es hingeht und dann versuchst du einmal durchzuschwingen. Ja? Einfach nur kleine Schwünge hier, bewusst und hierher. Das Ganze funktioniert übrigens auch wieder nur optimal, wenn du einen ordentlichen Griff hast, der nicht zu viel in der Handfläche ist. In Teil 1 habe ich ja darüber schon bereits gesprochen, sondern ein bisschen mehr hier in den Fingern, dann ist das Handgelenk in einer guten Position, dann ist der Unterarm in einer guten Position und dann tust du dir auch leichter, diese leichte Abflachbewegung zu machen. Also, so, jetzt komme ich zu einem Fehler, den glaube ich macht wirklich fast jeder oder hat er zumindest irgendwann mal gemacht. Und zwar,
Die meisten Golfer haben die Idee, man soll ruhig und langsam aufschwingen, ja, dass man bloß nicht die Kontrolle verliert und dann schön durchgehen. Das heißt, sie versuchen eine sehr lange Rückschwungzeit zu haben, ja, und dann hektisch zu wechseln. Und das Interessante ist, das ist nicht das, was bei den Profigolfern passiert. Bei Hackmotion gibt es eine Messung, die sehr, sehr häufig in der Software übersehen wird, und das ist die Zeitmessung von Rückschwung bis Ende des Aufschwungs und von Ende des Aufschwungs bis zum Treffmoment. Und die meisten Profigolfer brauchen vom Takeaway, also wenn sie den Schläger wegnehmen, bis oben im Wechsel, bis sie die Richtung wechseln, zwischen 0,75 und 0,95 Sekunden. Das ist sehr, sehr typisch. Die meisten Amateurgolfer, die ich messe, brauchen hier über eine Sekunde, oft 1,2, 1,3, 1,4 Sekunden. Sie versuchen, den Schläger langsam und bedächtigt und kontrolliert wegzunehmen. Und das ist etwas, was überhaupt nicht gut ist all along. Das Problem an der Sache ist, wenn du das so langsam machst, so bedächtig und versuchst ja keine Fehler zu machen, dann kann der Körper auch keine dynamischen Positionen einnehmen. Er kann auch nichts machen, was irgendwie sportlich ist. Du kannst keine ordentlichen Druckverlagerungen auslösen, keine Kräfte erzeugen. Als Bryson DeChambeau jetzt so viel länger gewonnen hat, hat er auch sehr stark daran gearbeitet, dass er gerade hier im ersten Moment hier im Takeaway Geschwindigkeit erzeugt. Sein Aufschwung hat sich wesentlich verschnellert und damit auch sein Durchschwung. Das heißt für dich, wenn du das verändern möchtest, würde ich dir erstens einmal zwei Sachen empfehlen. Erst einmal schwinge von Haus aus gedanklich schneller auf, dann wirst du merken, dass du hier auch mehr Kraft verwenden kannst im Übergang, um mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen. Ganz ein heißer Tipp. Das zweite, was da wichtig ist, dass du auch verstehst, dass von dieser Geschwindigkeit, die du hier erhöhen willst, es hier in den ersten Zentimetern passieren soll. Das heißt, von hier bis hier möchtest du schnell sein. Und eine sehr, sehr gute Übung ist es, dass du dich einfach hinstellst und immer wieder versuchst, hierher zu schwingen und wieder runter. Hierher und stopp. Hierher und stopp. Und wenn du das dann öfters machst, wirst du merken, das kannst du nicht nur aus den Armen machen, sondern musst du auch ein bisschen deinen Druck verlagern. Das heißt, zuerst ein bisschen nach links gehen, dann nach rechts gehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier starte, gehe ich ganz kurz nach links. Ja, bevor ich überhaupt starte, jetzt gehe ich nach rechts und dann schwinge ich erst los. Das ist links, rechts und jetzt schwinge ich erst los. Und das ist dann wirklich ein Weg, wie du in eine gute Sequenz von Haus aus reinkommst. Bam. Und dann kannst du das eben erweitern. Und du wirst dann merken, dass du dann wesentlich schneller wirst mit der Zeit. Der nächste häufige Fehler, den man bei Golfern sieht, ist der sogenannte Chicken Wing. Und zwar, wenn du im Durchschwung schaust, bei vielen Golfern siehst du dann diese Flügel hier, wo die Ellbogen ganz weit auseinander gehen. Die Sache mit dem Chicken Wing ist die, dass es eigentlich kein Schwungfehler ist, sondern es ist das Resultat von Sachen, die vorher passiert sind. Da haben wir schon darüber gesprochen, zum Beispiel das Steilwerdenlassen des Schlägers. Ja, das wird dann verursachen, dass man dann auch irgendwie schauen muss, dass der Schläger nicht in den Boden reinrahmt, und dann nimmt man den linken Ellbogen nach hinten und versucht das eben zu retten. Oder man hat zum Beispiel auch gar nicht die Idee, was die Arme und die Hände machen. Also dass die Hände hier einen relativ flachen Handrücken haben sollen im Treffmoment, wie wir schon besprochen haben in Teil 1. Und dass dann die Arme sich in einem Streckungsprozess befinden. Das heißt, dass sie sich mehr strecken. Und wenn man diese Idee nicht hat, ja, dann entsteht auch die Chicken Wings. Und wenn du jetzt einen Chicken Wing machst, dann machst du eine Einwärtsdrehung. Und du hast nicht das Gefühl einer Auswärtsdrehung hier. Und da hilft es dann auch natürlich sehr, dass man dann auch zusätzlich dann immer wieder Übungen macht, wo man versucht, hier so zu schwingen, dass die Handfläche in den Himmel hinauf zeigt. Da muss ich auch den Arm nicht extrem gestreckt haben dabei, sondern nur das Gefühl haben, aha, ich mache den Arm so, dass der mit der Handfläche hinauf zeigt. Das kann ich dann auch mal nur mit dem einen Schläger machen und zeigt hinauf. Und zeigt hinauf. Und dann kann ich das mit zwei Händen machen. Und dann gehe ich her und nehme etwas Radius dazu, etwas mehr Weite hier zwischen Griffende und Körper, und dann wird auch der Chicken Wing besser und alle anderen Sachen, über die wir schon gesprochen haben, auch. Wie du gerade gehört hast, ist das Thema Abflachen im Golfschwung ein sehr, sehr großes und sehr, sehr wichtiges. Ich habe bereits ein Video dazu gemacht, das solltest du dir jetzt unbedingt ansehen. Also bis gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!